Es ist so schön, ein Musiker zu sein, mit frohen Liedern, die will durch die ganze Welt. Es ist so schön, ein Musiker zu sein, das freie Leben uns so sehr gefällt. Hallo Freunde der Obergreiner Musik, ich bin der Werner und möchte euch meine Obergreiner Maschine vorstellen. Keine Playbacks, keine Halbplaybacks, keine Overdubs und auch keine Begleitautomatik. Es ist alles live gespielt. Im Diskantbereich Trompete und Klarinette klassisch. Ich habe hier für die Trompete ein VST-Plugin, verrate ich aber nicht welches. Und es klingt schon ganz, ja, vernünftig. Mit dem Bike kann ich dementsprechend die Intensität der Trompete steigern. Ja, das heißt, wenn ich den Bike ziehe, spielt die Trompete lauter, ist ein bisschen mehr Treble, ein bisschen mehr Saft dahinter. Das Vi-Akkordeon ist der Anschlag dynamisch, dementsprechend kann ich die Klarinette mit Velocity versorgen, das heißt, ohne dass ich den Balk ziehe. Wenn ich einen Akkord greife oder zweistimmig spiele, splitte ich das Signal, dieses polyphone Signal, in zwei Monosignale auf, eins für die Trompete und eins für die Klarinette. Das heißt, oben habe ich die Trompete und unten habe ich die Klarinette. Die Klarinette ist dann runtertransponiert minus 12. Das heißt also, wenn ich hier diese Quinte spiele, wird die Terz drüber gespielt. Auf der Bass- und Akkordseite habe ich hier eine Posaune gesampelt, die klingt ein bisschen fetziger wie eine Tuba, ein bisschen schärfer. Und ja, habe die auch mit Anschlagdynamik versehen. Das heißt also, wenn ich hier leicht spiele, habe ich das untere G, hier habe ich das obere G. Dann kann ich dementsprechend loslegen. Den Terzbass habe ich versehen mit einem chromatischen Abgang, der häufig benutzt wird. Ja. Die Gitarre ist auch ein VST-Plugin. Verrate ich auch nicht welches, aber es klingt wirklich sehr gut. Dann habe ich ein Begleitakkordeon auf der linken Seite, das Polkordeon nenne ich es mal, das diesen berühmten Dakata-Effekt hat. Der ist so versetzt, dass ich bequem, also ganz normal spielen kann wie jeder Akkordeonist, und der ist dann so versetzt, dass es im Endeffekt dann wieder passt. Auch Anschlagdynamik. Wenn ich leicht drücke, dann kommt der Akkord direkt. Bei mehr Velocity setzt dieser Dakata-Effekt ein. Und das klingt dann zusammen. Moment. Meine Gitarre. Und meine Posaune. Vom Tempo kann ich relativ gut variieren, da dieses Dakata ja eine gewisse Toleranz drin hat beim Spielen und ja, von 110 bis 150 vielleicht, ja,
Also ich kann die meisten Obergreiner damit abdecken. Ich kann auch hier in meinem Composer noch ein bisschen Stoff geben. Ja, okay. Man muss schon üben. Okay, ich habe hier auch ein Fußpedal, wo ich dann umschalten kann zwischen Akkordeon, Diskant und Trompete und Klarinette. Muss ich noch aktivieren. Ja. Und wenn ich falsch spiele, tut auch natürlich alles falsch. Also es ist alles live gespielt. Viel Spaß beim Nachmachen.